Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Anthem-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns alle Javelins mal an. Denn am Anfang wird ja der Ranger freigeschaltet und je höher wir im Level kommen, können wir nach und nach andere Javelins freischalten, den Koloss, den Interceptor oder den Storm. Und um hier die alle mal zu zeigen, damit man weiß, welchen man selber für sich nach und nach freischalten möchte, zeige ich die einzelnen Fähigkeiten, denn jeder Javelin hat unterschiedliche Fähigkeiten. Also in einem Fähigkeitsbaum verschiedene Granaten zum Beispiel und im nächsten dann verschiedene Lenkerraketen zum Beispiel. Dann haben sie verschiedene Support-Fähigkeiten, verschiedenes Movement und im Allgemeinen eben verschiedene Fähigkeiten unter dem Strich. Wir gehen hier alle durch, damit man mal gesehen hat, was die einzelnen Javelins denn so genau können. Zu Beginn nehmen wir den Ranger. Der Ranger ist relativ ausgeglichen, er hat ein schnelles Movement, er hat gute Rüstung, gute Schilde, er ist so der mittlere Javelin von allen. Er kann alles recht gut, aber nichts perfekt, macht ihn aber trotzdem sehr attraktiv. Sein Nahkampfangriff, den er hat, der verursacht Schockschaden, das heißt, wir können auch hier Kombo-Fähigkeiten ausüben mit dem Nahkampf, Feind mit dem Nahkampf schlagen, er wird dann geschockt, dann können wir noch eine Fähigkeit draufhauen und dann gibt es eine Kombo-Explosion. Die ersten Fähigkeiten, die er hat, wären die sogenannten Granatenfähigkeiten. Hier hat er eine Splittergranate drin, Inferno-Granate, Frostgranate, eine Lenkgranate oder eine Haftgranate. Da kann man auswählen zwischen diesen und hat dann eben entweder Feuer, Frost oder halt einfach mehr Schaden drauf auf diesen Nades. Der zweite Slot wäre Abschussvorrichtungen. Hier haben wir Lenkgranaten drin, Impulsexplosionen, Funkstrahlgiftpfeile und Sprengraketen. Auch die sind durchaus interessant, das heißt, hier können wir verschiedene Fähigkeiten draufsetzen, blitzen, vergiften oder als Detonator nutzen. Das heißt, wenn jemand brennt und wir einen Detonator, eine Lenkrakete beispielsweise draufhauen, gibt es dann eine Combo-Explosion. Bei den Support-Fähigkeiten wären die Stärkungssysteme drin. Wir haben die Bollwerk-Punktfähigkeit, wo wir eine Bubble über unsere Verbündeten draufsetzen können. Und in dieser Bubble, wo man dann drin ist, ist man geschützt. Die hat eine bestimmte Anzahl an, die hat Lebenspunkte und wenn die Lebenspunkte dann aufgebraucht sind, verschwindet die auch wieder. Ist aber beispielsweise nützlich, wenn man einen Teamkameraden wiederbeleben möchte, kann man einfach die Bubble drüber setzen, ihn wiederbeleben und hat da eben ein bisschen Zeit, weil man ja nicht getroffen wird. Der zweite wäre der Sammelraum, da drin macht das gesamte Team mehr Schaden mit Waffen, das heißt der Waffenschaden wird erhöht, ist auch hier gegen Bossgegner zum Beispiel interessant, man stellt diese Waffenbubble, nenne ich es jetzt mal, alle gehen rein, ballen auf den Boss mit den Waffen und machen natürlich da wesentlich mehr Schaden, ist also ziemlich cool. Die Ulti-Fähigkeit von ihm ist ein Mehrfachziel-Raketensturmsystem. Damit lässt sich ziemlich viel anvisieren und der haut dann einfach Raketen raus. Tötet dann in der Regel alles Kleingemüse und bei größeren Feinden haut er dann mehrere Raketen drauf, um da eben auch schön Schaden rauszuhauen. Macht Sinn da, immer kurz in die Luft zu fliegen, dann die Ulti einzusetzen und möglichst viele Feinde zu treffen. Der Ranger hier eben relativ ausgeglichen, das heißt schnell, gute Schilde und hat bei den Sprüngen so Doppelsprünge drauf, das heißt er kann einmal in die Luft springen und nochmal einen Sprung machen in der Luft und dann natürlich dementsprechend agil fliegen. Durchaus zu empfehlen, halt eben relativ ausgeglichen. Als nächstes auf der Liste haben wir den Koloss. Der Koloss ist, ich sag's wie ich denke, ein fliegender Stein, der aber auch dementsprechend viel aushält. Er ist nicht wahnsinnig agil, aber wenn er beispielsweise im Kampf ist, dann hat er eine ziemlich starke Panzerung. Es braucht viel, bis der Koloss mal down geht. Zudem hat er auch einen Schild. Er hat keinen Ausweichmove. Andere Javelins haben einen Ausweichschritt oder einen Teleportschritt. Das hat der Koloss nicht. Dafür hat er einen Schild, der Schaden abfangen kann, ist extrem witzig, wenn beispielsweise ein Feind mit einer starken Attacke auf einen feuert, zieht man einfach diesen Schild und wehrt den gesamten Schaden ab oder einen großen Teil davon. Macht den Koloss also hier zu einem Art Tank in der Gruppe und er hat folgende Fähigkeiten. Sein Nahkampf ist ein Schmetterschlag, dient als Detonator, bedeutet, wenn ein Feind gefroren ist zum Beispiel und ich schlage ihn dann, dann gibt es eine Combo-Explosion, das heißt, er setzt den Nahkampf hier ein, um Kombos zu zum Explodieren zu bringen. In dem ersten Waffenslot bzw. Fähigkeitsslot ist der sogenannte Artillerieslot. Hier hat er Explosivmörser drin, Detonatormörser,
Feuerwandmörser, Blitzspule und eine Schockspule. Die Mörser sind selbsterklärend, das sind ja, Schüsse, die man weit auf den Feind ballern kann. Die Blitzspule und Schockspule ist eine Art Schadensmacher in seinem Gebiet, das heißt, er stellt da so eine kleine Blitzspule an seinem Rücken auf und die Feinde rundherum werden da dann geschockt. Beim zweiten Slot hätten wir die schwere Abschussvorrichtung. Hier haben wir Belagerungsartillerie drin, einen Flammenwerfer, einen Flakschuss, das ist eine Art Schrotflintenschuss aus dem Nahkampf, Schienenkanone und Giftspucker. Giftspucker und Flammenwerfer, ja, dient, ist es etwa ähnlich aufgebaut, das heißt, wir vergiften oder brennen hier Feinde nieder und die anderen sind halt eben Kanonen bzw. Artillerie, die man auf den Feind ballern kann. Bei den Supportfähigkeiten haben wir das Stärkungssystem. Hier gibt es einen Kampfschrei, wo dann die Feinde einen angreifen. Das heißt, man kann hier Aggro ziehen. Eben, er ist ja auch der Tank der Gruppe. Das heißt, ein Feind ist verwundet. Ich ziehe den Aggro mit dem Kampfschrei auf mich und ein Teamkamerad kann den anderen dann wiederbeleben. So hätten wir hier eben die Tankfunktion ausgeübt. Die zweite Supportfähigkeit wäre ein Deflektor-Impuls, der uns ein bisschen mehr Schadensresistenz gibt. Das heißt, die Verbündeten, die in der Nähe stehen, kriegen dann einen Buff und halten ein bisschen mehr aus, weil sie weniger Schaden kriegen. Die Ulti-Fähigkeit wäre eine Belagerungskanone. Das ist ja ein Schuss oder beziehungsweise eine Fähigkeit, wo wir drei fette Schüsse rausgeben können. Wir können in die Luft fliegen, ballern auf den Feind, gibt eine Riesenexplosion. Die kleinen Feinde sterben relativ fix dabei und die großen Feinde kriegen sehr, sehr viel Schaden. Kann man dreimal raushauen während der Ulti, ist ziemlich nice. Auch hier am besten in die Luft fliegen und dann von der Luft aus ballern, macht am meisten Sinn. Der Koloss wäre hier eben ein Tank, der auch gerne mal in den Nahkampf gehen kann, mit verschiedenen Blitzfähigkeiten dann arbeitet, mit einem Schild das Ganze dann abwehren kann. Er hat nicht so wahnsinnig agile Möglichkeiten, er ist nicht so wahnsinnig sprungstark, aber eben es hat einen Panzer auf dem Boden sozusagen. Macht auch Spaß, den Koloss zu spielen. Als nächstes auf der Liste hätten wir den Interceptor. Der Interceptor ist wahrscheinlich der agilste von allen. Er hat einen Dreifachsprung, das heißt, er kann einmal in die Luft springen und er kann in der Luft nochmal einen Doppelsprung machen. Er hat ganz, ganz interessante Ausweichmoves. Er ist wirklich sehr, sehr schnell. Er ist der agilste Javelin von allen. Dementsprechend hält er dafür auch nicht wahnsinnig viel aus. Er ist jetzt nicht schlecht gepanzert, weil er viel im Nahkampf arbeitet. Braucht er schon die ein oder andere Panzerung bzw. Schilde, aber er wäre jetzt nicht ganz so. Er ist jetzt beispielsweise nicht ganz so gut gepanzert wie ein Koloss, aber nichtsdestotrotz hält er schon einiges aus. Die Nahkampffähigkeit bei ihm ist auch ein Detonator, ist doppelseitiger Dolch, den er im Nahkampf einsetzen kann. Das Schöne am Interceptor ist auch, dass er mehrfach nacheinander zuschlagen kann mit seinem Nahkampf. Die anderen Javelins können das nicht, die haben eine Abklingzeit, das heißt, die schlagen einmal zu, dann müssen sie kurz warten, bis sie nochmal zuschlagen können. Der Interceptor kann einfach durchgehend zuschlagen, ist also hier ganz nützlich. Im ersten Angriffslot hat er ein Angriffssystem, Suchgläfen sind da drin, das heißt so eine Art Wurfmesser, eine Giftbombe, die Feinde vergiften kann, Kyrogläfen, also auch Wurfmesser, die Feinde ja, einfrieren können, Streuminen, die er auf den Boden legen kann und Funkensprint, das ist eine Art Sturmangriff nach vorne, wo man dann einfach auf die Feinde zustürmt und ihnen Schaden macht bzw. sie mit Elektrizität trifft. Im zweiten Angriffslot haben wir die Treffersysteme. Hier haben wir einen Detonationstreffer, Plasma, Stern, eben auch wieder Wurfmesser, Phantomtreffer, wo wir ein Double von uns erstellen, das auf den Feind zufliegt und ihm Schaden zufügt. Sturmtreffer ist auch als Detonator, das heißt auch hier Schaden im Nahkampf und Giftnebel, das heißt um uns herum setzen wir Giftnebel ein, um die ganzen Feinde zu vergiften. All diese Fähigkeiten sind tendenziell eher auf Nahkampf ausgerichtet oder direkt im Nahkampf, das heißt hier wird der Interceptor die Fähigkeiten ausspielen. Close Combat. Immer im Nahkampf, er hat nichts wirklich auf Distanz. Macht ihn aber nicht uninteressant, denn im Nahkampf richtet er sehr, sehr guten Schaden an. Bei den Supportfähigkeiten haben wir die Stärkungssysteme. Wir haben hier die Zielmarkierung, wo ein Feind ja, markiert wird und Verbündete machen dann wesentlich mehr Schaden auf den. Ist also gut, wenn wir einen Bossgegner haben, können wir den mit der Zielmarkierung markieren und unsere Verbündeten und auch wir machen wesentlich mehr Schaden auf den Boss dann. Ist also eine starke Supporterfähigkeit.
Die zweite wäre Schlachtruf. Hier können wir den negativen Statuseffekt von unseren Verbündeten und uns selber auch aufheben. Das heißt, wenn wir brennen oder irgendwie von einem Netz gefangen sind, von einer Spinne oder was auch immer, können wir mit dem Schlachtruf das entfernen. Wir können eben diese negativen Statuseffekte somit wegmachen. Wird auch sicher in den ein oder anderen Situationen nützlicher. Bei der Ulti-Fähigkeit haben wir die Assassinen-Klingen. Da gehen wir mit den Doppelklingen, die wir in den Händen tragen, in den Nahkampf und brezeln einfach drauf los. Macht extrem viel Schaden, können kleinere Feinde ohne Probleme kurz weghauen, können auch Bossgegner sehr, sehr viel Schaden zufügen, ist auch hier halt im Nahkampf. Das ist eben eine starke Geschmackssache, ob man jetzt Nahkämpfer ist oder nicht. Die Ulti macht nichtsdestotrotz sehr viel Spaß. Der Interceptor ist da eben, wie bereits zum x-tausendsten Mal gesagt, der absolute Nahkämpfer, der wahnsinnig agil ist. Er macht durchaus Spaß im Nahkampf, ist ein bisschen Gewöhnungssache, weil er sich doch stark von den anderen Javelins unterscheidet, aber wenn man den Dreh raus hat, ist auch das ein sehr, sehr guter Javelin. Zu guter Letzt hätten wir noch den Storm auf der Liste. Das ist sozusagen der Magier der Gruppe, der im Hintergrund fliegt und seine Fähigkeiten draufhaut. Er ist relativ agil, er hat einen Ausweichschritt, ist ein Teleport, das heißt, wir können uns teleportieren und uns dann ausweichen, so bewegen. Er hat nicht so gute Schilder, wenn er getroffen wird, ist er relativ schnell down in Anführungszeichen. Man kann es natürlich ausgleichen, wenn man gut ausweicht mit diesem Teleport-Ausweich, aber ich würde sagen, er hat die schwächste Panzerung von allen. Haut dafür aber ordentlich Schaden aus der Distanz raus. Im Nahkampf hat er einen Feuerschlag, wie auch der Ranger, kann er da den Feind treffen, die brennen dann und dann kann man eine Kombo-Fähigkeit draufhauen, um eben eine Kombo-Explosion auszulösen. Im ersten Angriffsslot hat er das Springsiegel. Hier gibt es die Fähigkeit Blitztreffer, Eissturm, Flammenexplosion, Eisexplosion und lebende Flamme. Hier merkt ihr schon, er wirft mit Elementarschaden um sich, Blitze, Feuer oder eben Eis. Dementsprechend werden die Feinde dann auch vorbereitet für Kombo-Fähigkeiten. Kann er alles oder das meiste aus der Distanz ausüben. Im zweiten Slot hat er den Fokus-Siegel. Da der Raureif-Splitter ist eine Art, ja, Eisangriff, wo mehrere Splitter rauskommen, ein Feuerball, Schockexplosion, Gletscherstrahl oder die Bodenexplosion, die mit Blitzen arbeitet, auch hier wieder Eis, Feuer, Blitz, was er alles auf den Feind raufhauen kann, um die dann aus der Distanz zu töten. Bei den Supportfähigkeiten hat er das sogenannte Stärkungssiegel. Als erstes haben wir den Windwall. Da wird eine defensive Mauer aus Wind erzeugt, die feindliche Projektile umlenkt. Ähnlich wie beim Ranger, wo er eine Bubble stellt, die ja, Feindschaden aufhält, kann der Storm hier eine Wand stellen, wo da auch der Schaden abgefangen wird. Auch nützlich, um Teamkameraden wiederzubeleben oder in brenzligen Situationen einfach mal ein Schild zu stellen, damit man selber wieder irgendwie regenerieren oder flüchten kann. Die zweite Fähigkeit wäre ein Beschleunigungsfeld. Hier wird ein Feld erzeugt, wo die Aufladezeit von Ausrüstungen für die Verbündeten im Radius verkürzt wird. Das heißt, die ganzen Fähigkeiten wie Granaten, eben Elementarfähigkeiten, Artillerie, Mörser und so weiter und so fort, wird verkürzt und kann man dann auch häufiger einsetzen. Auch hier sehr, sehr gut für das Team, kann man eben auf dem Bossgegner dann häufiger die wichtigen Fähigkeiten einsetzen, um Schaden zu machen. Die Ulti-Fähigkeit ist ein Elementarsturm, wo wir Eis, Blitz und Feuer auf den Feind draufhauen, gibt dann meistens auch eine Combo-Explosion, das heißt wir hauen hier die gesamten Elementar-Schadensfähigkeiten auf einen Feind drauf, beziehungsweise in einem Radius ist eine relativ große Explosion und töten dementsprechend das Kleingemüse und fügen großen Bossgegnern ziemlich viel Schaden zu. Der Storm wäre hier eben, wie bereits erwähnt, der Magier der Gruppe, der gut Fähigkeiten auf die Feinde draufhauen kann, da Kombos vorbereitet und ein anderer Javelin kann die Kombos dann zünden. Er kann die Kombos natürlich auch selber zünden, aber in Kombination funktioniert das sehr, sehr gut. Ist hier also der Support-Magier, nenne ich es jetzt mal, von der Gruppe, der da sehr, sehr aktiv vorbereitet und Schaden macht.
Tja, und im Grunde genommen wären das alle Javelins gewesen. Jeder hat seine Vorteile und seine Nachteile, sie machen aber alle Spaß. Das heißt, nach dem Video könnt ihr relativ gut eine Entscheidung treffen, welchen Javelin man denn jetzt eigentlich für sich nehmen möchte. Das unterscheidet sich, das macht das ja aber auch schön, dass jeder so eine andere Vorliebe für die einzelnen Fähigkeiten hat. Gut, wenn das Video gefallen hat, lasst sehr gerne einen Like da. Wenn ihr noch was loswerden wollt, schreibt es in die Kommentare. Würde mich sehr wundern nehmen, welchen Javelin ihr spielt, was euer Favorit ist. Storm, Interceptor, Koloss oder Ranger, schreibt es doch einfach gerne in die Comments. Dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr von meinem Kanal verpassen möchtet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.